Michel Foucault auf LSD. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist nachzulesen, wie der gerade verstorbene Historiker Simeon Wader den Philosophen Michel Foucault 1975 zum LSD-Trip einlud. Der Drogenrausch habe das Werk des Franzosen maßgeblich verändert, sagt Wader in dem posthum erschienenen Interview. Mit dem LSD wollte der Historiker Simeon Wader dem französischen Philosophen Michel Foucault Freude und Erkenntnis ermöglichen. Er lud Foucault 1975 zu einem Trip ins kalifornische Death Valley ein, nämlich zu einem LSD-Trip. Dabei habe er Echos des Big Bang gehört, die klangen wie ein Chor von Engeln, erzählte der Historiker in einem Interview, das die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung nun abdruckt. Foucault wollte er mit LSD den Zugang zu anderen Formen des Wissens ermöglichen. Er schrieb uns ein paar Monate später, dass es die größte Erfahrung seines Lebens war und, dass sie sein Leben und sein Werk grundlegend verändert habe. Was immerhin erklären würde, warum rational und redliche Wissenschaftler, die den durch LSD herbeigeführten Paradigmenwechsel nicht nachvollziehen können, glauben, im Werk von Foucault reichlich begriffliche Konfusionen und innere Widersprüche, kurz postmoderne Charlatanerie, nachweisen zu können. Der nun gestorbene LSD-Fetischist Wader hielt Foucault zwar weiterhin für einen großen Denker. Aber so ganz geheuer war ihm der Drogentrip nicht, dessen Auswirkungen er nicht genau durchdacht hatte. Im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte es tun sollen. Ein Kommentar zur Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und zum Deutschlandfunk-Kulturartikel vom 07.10.2017.